Na zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die zwei Toys, die wir aus dem Braufest im Jahr 2019 neu bekommen können. Und dahingehend wollen wir einmal reinschauen. Mir fehlen nämlich insgesamt noch vier Toys, die ich nicht über Promotion Toys bekommen kann, also vier Ingame. Und zwei davon sind diese Braufest-Toys. Und da schauen wir einmal rein. Wir haben einmal die Mampf-Kampftrophäe des Braufest und das andere ist der Ruhestein des Braufest-Feinden. Und ja, das ist der letzte Ruhestein, den wir jetzt erspielen können. Es gab ja jetzt für die anderen Feste in BFA auch schon alle quasi immer einen Ruhestein und der Braufest ist jetzt der letzte und damit sind wir durch, wenn ihr dementsprechend die anderen Feste die Ruhesteine immer mitgenommen habt. Was müssen wir jetzt machen, um diese beiden Toys uns erspielen zu können? Und zwar braucht ihr zweierlei Marken. Einmal die altbekannten Braufest-Marken, die es schon seit, weiß ich nicht, BC, Classic, also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange gibt. Und dann gibt es jetzt auch noch neue Marken, und zwar Champion-Marke des Mampf-Kampfes. Und diesen Mampf-Kampf, den seht ihr schon hinter mir. Der ist hier am Eingang in Dunmorok vor einem Braufest. Und da müssen wir so ein Mampf-Spiel machen. Und wie das funktioniert, will ich euch gleich mal zeigen. So, kleine Randnotiz. Mit diesen Marken ist es so, dass ihr diese Champion-Marken des Mampfkampfs an einem Rutsch machen könnt. Die Braufest-Marken, die könnt ihr nicht an einem Tag spielen. Ich habe jetzt 2 Tage gebraucht, um die 200 Marken für das Toy zusammenzubekommen. Wie ich das gemacht habe, werde ich dann euch auch gleich zeigen. Jetzt aber erstmal die 5 Marken des Mampfkampfes. Und zwar haben wir hier die Händlerin. Die können wir anquatschen und ihr seht, wir brauchen 5-mal eine Marke, um dementsprechend hier das Toy kaufen zu können. Das machen wir jetzt auch gleich mal und schauen uns dann an, wie das Spiel funktioniert. Und zwar, ihr müsst hier keine Quest oder Daily annehmen, sondern ihr lauft einfach, ich mache vielleicht nochmal die Map an, hier in das Braufest rein. Da direkt am Eingang steht das Ding und lauft dann halt hinten hier in das Zelt ran. Und sobald hier einer 10 Platten quasi gefuttert hat an Würsten, ist es so, dass der gewonnen hat. Und wir müssen gewinnen, um dementsprechend einmal ja, hier so eine Marke zu bekommen. Hört sich einfach an, ist teilweise ein bisschen tricky, weil das Event ein bisschen buggy ist. Und ihr seht, es können immer nur 4 Leute sich hinhocken und die Leute springen hier gleich drauf. Und gestern war es zumindest noch so, dass es relativ oft buggy war. Heißt, die Leute sind draufgesprungen, haben... wollten diesen Mampfkampf machen und wurden instant wieder runtergeschmissen. Ist ein bisschen blöd, denn es gibt einen Debuff. Anscheinend, schau mal, sie haben es heute anscheinend gefixt. Die Leute wurden nicht rausgeschmissen. Und wie funktioniert das jetzt genau? Ihr setzt euch auf den Stuhl. Sobald ihr auf dem Stuhl hockt, habt ihr 3 Buttons. Einmal einen Button, wo ihr Würste futtern könnt. Einmal einen Button, wo ihr dementsprechend trinken könnt. Und den letzten Button, wo ihr euch einen neuen Teller bestellen könnt. Und die Teller müssen quasi aufgebraucht werden. Es sind insgesamt 10 Teller, die ihr essen müsst als schnellstes, um dementsprechend dann diese Siegertrophäe zu kriegen. Wichtige Randinformation, ihr habt dann auch so einen kleinen Balken unten. Umso schneller ihr die Würstchen reinfuttert, umso schneller füllt sich der Balken auf. Und wenn der voll ist, dann kotzt ihr halt und habt ihr so ein bisschen 3 Sekunden Cooldown, bis ihr wieder was futtern könnt. Deswegen müsst ihr zwischendrin immer ein bisschen was trinken, um dementsprechend diesen Balken zu füllen. Es ist tatsächlich ein bisschen RNG dabei, muss ich sagen. Teilweise wurde der Würstchenbalken, wenn ich eine Wurst gegessen habe, kaum gefüllt und teilweise ist er einmal komplett hochgesprungen. Also man kann mit ein bisschen Können was rausholen, aber es ist mehr RNG als Können, so es mir scheint. Das Ätzende hier an der Geschichte ist, wenn ihr einmal an dem Kampf teilgenommen habt, kriegt ihr einen Debuff und werdet rausgeschmissen. Also wenn ihr fertig seid, kriegt ihr einen Debuff von 5 Minuten und dann könnt ihr nicht nochmal ran. Jetzt gehe ich mal selber hier drauf. Oh, warum ist jetzt hier schon der Balken voll? Das ist ja ungünstig. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder buggt. Und am Anfang hier die 3 hämmern, wie nochmal was, dass ihr gleich nochmal eine Platte holt. Schauen wir mal, ob... Jetzt habe ich mir gleich eine Platte geholt, dann hämmer ich jetzt dieses Würstchen essen und ihr seht, das Ding geht langsam hoch. Jetzt muss ich mir eine neue Platte holen, trinke ich was und wieder druff, 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 druff. Ding ist fast voll, jetzt trinke ich das wieder weg, hole mir eine neue Platte, trinke wieder weg und leg durch. Moment, hier bin ich... Oh shit, jetzt habe ich zu schnell gedrückt, jetzt kotze ich gerade. Ungünstig an der Stelle, aber ich bin mit 3, bin ich glaube ich noch ganz weit vorne. So, neue Platte holen, wegtrinken... Und auf geht's. Man kann immer ein bisschen droppen lassen und wenn man eh kurz vorm Voll ist, dann kann man 2-mal durchhämmern, dann kotzt man zwar einmal, aber das ist nicht so wild dann. Also hier gibt es verschiedene Strategien. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel es so gemacht, dass er einfach immer die Wurst durchgehämmert hat, weil dieser Kotz-Cooldown eigentlich relativ kurz ist im Verhältnis zu dem, wenn du einfach nur abwartest. Oh, jetzt habe ich mir ein Würstchen verschluckt.
ungünstig. Also, wie gesagt, RNG spielt auch ein bisschen eine Rolle. Wenn man das mit den Balken richtig meistert, dann kann man, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen was rausholen. Oh, jetzt sind wir alle gleich auf an der Stelle. Oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen vorne. Oh, 99. Ah, fuck, hab ich's übertrieben. Hab den Mund zu voll genommen quasi. So, jetzt bin ich auf 9. Warte ich nochmal kurz ab. Zieh nochmal durch. Nochmal ein Würstchen. Oh, jetzt sind alle auf 9. Das ist eine gute Gruppe hier. Oh, ich hab gewonnen. Habt ihr das gesehen? So funktioniert das, ja. Und jetzt seht ihr, habe ich einen Debuff. Oh, die haben den Debuff reduziert. Er ist nur noch 3 Minuten. Gestern am ersten Tag war er noch 5 Minuten. Ich kann euch übrigens einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr das Ganze mit einem Paladin macht, könnt ihr mit der Bubble das hier wegkriegen und ihr könnt auch mit der Hand des Schutzes den Debuff wegbekommen. Diese beiden Sachen funktionieren. Zudem habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr auch die Bob, also die Hand des Schutzes, einem anderen Spieler gebt. Ich habe meinen zweiten Account hier hingestellt und habe immer quasi mir selbst die Hand des Schutzes gegeben und konnte dann sofort wieder loslegen. Genau, das fünfmal gewinnen. Jetzt sind gerade hier ziemlich wenig drin. Ich habe es am ersten Tag gemacht, war vielleicht ein Fehler. Da waren sehr viele Leute und es hat lange gedauert. So, wir gucken uns jetzt das Toy an. Und zwar gehen wir aus der Reisegestalt raus. Wo haben wir es denn? Mampf, hier haben wir es. Ah, wir haben den riesen Bierkrug, den wir aufstellen können. Ah, das ist die Trophäe. Ah, okay. Dann kriegt man hier voller Stolz und man wird auch instant betrunken. Interessant. Also man kann dann quasi die Trophäe einmal aufstellen. Das ist das Toy. Ja, sieht ja ganz schick aus. Und wenn man, oh fuck, wenn man da hinläuft, wird man immer betrunkener, kann das sein? Ja, also was, krasses Teil. What the hell? Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Gut, okay. Das war jetzt das erste Ding. Können wir das wegdrücken? Werden wir dann wieder nüchtern? Ah, cool. Okay, das ist immer schön. Wenn du dann immer ewig betrunken bist, ist immer ein bisschen kacke. So. Erstes Toy und das zweite, was wir für die altbekannten Marken holen können, Marken, quasi die Braufestmarken, ist hier bei der Händlerin. Und da müssen wir schon ein bisschen hinterblättern. Und zwar haben wir hier den Ruhestein. Den kaufen wir uns jetzt einmal auch mal für 200 Marken. Da werde ich gleich erklären, wie ihr die am besten farmt. Lernen wir einmal und dann schauen wir uns den Ruhestein mal an. Machen wir es mal so, da seht ihr die ganzen Ruhesteine von den anderen Events. Also es gibt ja Winter-Event, den holographischen von Mechagon, dann vom Liebes-Event, vom Sonnenwendfest, Mondfest, Schlotternächten, Nobelgarten und jetzt haben wir halt auch den vom Braufest. Die sehen eigentlich immer ganz cool aus. Jetzt schauen wir mal, wie der hier vom Braufest ausguckt. Okay, also du tanzt quasi mit zwei Bierkrügen. Aber muss ich sagen, finde ich die anderen teilweise cooler. Aber nice to have quasi. Ist wieder auf jeden Fall ein Toy mehr. So, wie farmen wir jetzt am besten diese Gegenstände? Oder wie habe ich 200 Marken in nur 2 Tagen gekriegt? Im Endeffekt ist es so, ihr könnt ein paar Sachen machen. Ihr geht erstmal hier aufs Braufest und macht die normalen Quests. Durch die normalen Quests müsst ihr einmal so einen Rundgang machen. Dann müsst ihr hier quasi den Typen ein bisschen abwerfen, mit dem Widder ein bisschen rumlaufen. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr ein paar Dailies hier. Ihr kriegt dann schon relativ viele Marken. Dann habt ihr einmal eine Daily, dass ihr quasi hier dieses Widderlaufen macht. Dort ist es so, dass ihr einen Extra-Button drücken könnt, gelb, also der geht zwischen grün, gelb und rot. Und ich kann euch raten, drückt immer, also haut den Extra-Button einfach durchgehend durch und lauft einfach immer von dem Kübel zu dem Kübel, der hier in der Mitte ist. Die haben übrigens Kübel weggenommen, warum auch immer. Und dann müsst ihr hier nach Karanos rein, zu so einem Fass holen und das Fass wieder zurückbringen. Und hier hinten ist nochmal ein Kübel. Und es geht aus, dass ihr quasi komplett euren Widder so schändet, dass er so schnell läuft, wie es nur geht, dass ihr quasi erster Kübel, zweiter Kübel, dritter Kübel und wieder zurück. Also ihr könnt direkt auf Rot lassen und dann könnt ihr damit, wenn ihr die Daily habt, relativ viele von den Tokens bekommen. Denn jedes Mal, wenn ihr eine Marke abgibt, ein Fass abgibt, kriegt ihr 2 Marken. Und ja, man kann da teilweise 30, 40 Marken dadurch farmen, wenn man halt dieses Mount so schändet, dass es komplett durchrennt. Ne? Also es geht auf jeden Fall, ohne dass ihr einen Debuff bekommt. Wenn ihr nämlich euren Debuff auf 100 haut, dann werdet ihr übelst runtergeslowt und das wollt ihr nicht, deswegen immer in diese Kübel rennen. Die zweite Daily, die ihr habt, könnt ihr hier in der Runde annehmen von verschiedenen, dann müsst ihr quasi einmal nach EF rein und 3 Sachen ausrufen, oder nee, 4 an 4 Stellen ausrufen, also quasi nach EF rein, einmal im Kreis laufen. Da ist es so, dass ihr mit dem Widder am besten immer gelb aufrechterhaltet, also nicht den roten Buff, sondern immer den gelben. Das nächste, was ihr noch machen könnt, ist
quasi hier in der Mitte. Es gibt immer ein Event, wo so, ja, so Bohrer angreifen. Das sind, glaube ich, diese Dunkeleisenzwerge, die das Fest stören wollen. Und da ist es am Ende so, wenn quasi das, ja, diese Festlichkeit hier beschützt wurde, dann ist dann so ein Bierfass auf dem Boden, das könnt ihr anklicken und da kriegt ihr auch nochmal 15 Marken. Und was ihr nicht vergessen solltet, ist hier die Instanz zu machen. Die könnt ihr jeden Tag auch einmal laufen und bekommt dann ein Paket. Und bei mir waren da, glaube ich, jetzt 15 Marken oder so drin. Also das geht schon relativ zügig, wenn man alles mitnimmt. Am meisten Marken kann man, wie gesagt, damit rausholen, dass man bei dem Widderkampf hier das gut spielt, dass man nichts verkackt und geslowt wird. Übrigens, ihr dürft keine andere Fähigkeit wirken, während ihr auf dem Widder seid, sonst werdet ihr dismounted. Ihr könnt zwar dann wieder anquatschen und weiterlaufen, aber euer Buff läuft halt während der Zeit weiter runter und das solltet ihr am besten nicht machen. Gut, okay. Das waren alle Tipps, die ich euch soweit geben konnte. Wenn ihr euch jetzt für die älteren Toys interessiert, es gibt ja hier im Braufest noch mehr Toys, habe ich dazu auch Videos gemacht. Müsst ihr einfach ein bisschen in der Toy, Playlist ein bisschen zurück, scrollen. Ich habe eigentlich jedes Jahr ein Update gemacht. Aber so ein kleiner Disclaimer jetzt am Anfang: Die Toys kriegt ihr über die Marken immer, heißt, ihr müsst halt einfach mit, ja, mit eurem Main-Char ein bisschen öfter diese Dailies machen. Beziehungsweise, wenn ihr mehrere Chars habt, könnt ihr natürlich mit 5 Chars hierher gehen, 2 Tage das Zeug jeweils immer machen und dann könnt ihr euch die Toys sofort kaufen und müsst nicht über eine ganze Woche das Ganze machen. Obwohl das Braufest, ja, seht ihr, es geht jetzt noch über 2 Wochen. Also da haben wir noch Zeit und wenn euch da noch ein bisschen was fehlt, könnt ihr euch da einiges holen. Ich bin im Überlegen, ob ich mir quasi da noch das Transmog hole. Das, ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht kaufe ich mir das noch. Okay, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.